So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind und es ist ungeschnitten bisher. So, wir sind keine Ahnung wo. Ich muss mich gerade orientieren. Ich habe gerade festgestellt, dass ich keine Parts mehr habe. Deswegen, es ist jetzt ganz aktuell die heutige Aufnahme, die dann auch so in einer Stunde wahrscheinlich hochgeladen wird. Aber wo sind wir? Wo haben wir aufgehört? Ach, wir sind nach Hateno. Stimmt, wir können Hateno erkunden. Ja, let's go. Aber wir haben offenbar den Turm von Hateno. Wo ist denn der Turm für dieses Gebiet? Ist das der Turm für dieses Gebiet? Yes. Ach, der ist auf dem... ja, auf dem Berg. Ja gut, dann haben wir erstmal nicht den Turm für dieses Gebiet. Habe ich den Schrein schon gemacht? Nee. Dann machen wir erstmal den Schrein. Dann machen wir erstmal den Schrein, dass ich mich hier gedanklich wieder orientieren kann. Wir haben noch gar nichts in Hateno gemacht. Nein, wir sind in diese Brunnen runter. Ich glaube, das war da. Das, ja, wir sind in diesen Brunnenbereich runter. Und ja, okay. Schöpfung, okay. Was schöpfen wir denn? Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was wir hier schöpfen. Mein massiver Sonanium-Schild zerbricht bald. Ja, das ist ärgerlich, aber wir haben genug. Okay, da ist Stromzeug. Okay. Ich muss wohl da runter. So, was ist jetzt hier? Also hier ist Stromzeug. Da kann ich was dazwischen legen. Leiten? Hoppala. Leiten diese Platten? Ja, diese Platten leiten. Okay, das ist doch schon mal was. So, dann nehme ich die doch schon mal alle. What the heck? Was wird das denn hier? Spielen wir gleich Lotto? Wir ziehen gleich 6 aus 49 oder so, keine Ahnung. What? Okay, durch die Verbindung dreht sich der Kollege jetzt. Ah, ich muss die... Okay. Ich muss die hochschaufeln. Moment. Das? Hallo, dreh dich doch. Ja, so ein bisschen. Ja, so in etwa. Bruder, bin ich erschrocken. Na toll, jetzt ist es wieder verkehrt. Ja, so. Oh, das sieht aber nicht, das ist zu lang. Geil. Okay, dann muss ich das anders bauen.
muss ich das denn dann... Ach so, warte. Hallo, ich drück doch. So. Wir schöpfen also diese Kugeln da unten raus. Ich habe verstanden. So, zack. Okay, jetzt habe ich so eine Schaufel. Und mit der Schaufel kann ich jetzt schöpfen. Wie so ein Bagger. Nice. Okay, das war lustig. Okay, das war Real Talk lustig. Jetzt frage ich mich nur, wo ist die Truhe? Wo ist hier eine Truhe? Ist hier überhaupt eine Truhe? Hier muss eine Truhe sein. Ich glaube, es gibt keinen Schrein ohne Truhe. Ich sollte diesen Gedanken einfach beiseite legen. Oh, lass mich raten. Unter dem ganzen Kugeln ist bestimmt eine Truhe. Ah, verdammt. Aber das wäre schon irgendwie dumm. Könnte hier eine Truhe drunter sein oder nicht? Ah. Ich hoffe nicht. Wir gucken uns vielleicht erstmal um, ob wir woanders eine Truhe finden. Aber ich sehe halt hier nirgendwo eine Truhe. Ich sehe halt hier einfach nirgendwo eine Truhe. Ich meine, hier kann man auch hoch, aber... Da kann ich ja auch nur einfach hier rumlaufen. Ich meine, die Truhe dem Schreinen sind an sich völlig unnütz. Will ich jetzt wirklich so lange wieder da rumsuchen? Also, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die unter den Kugeln ist. So. Kann ich den Teil jetzt da rausziehen? Ich verknüpfe wahrscheinlich... Ja, okay. Und jetzt müsste ich doch Folgendes machen. Ich kann das hier nicht einsetzen. Oh, das ist frech.
Na komm. Sehe ich schon irgendwas? Das ist doch, irgendwie ist das doch weird. Hier kann doch keine Truhe drunter sein. Oh, man sieht übrigens gerade sehr schön, wie sich da drüben die anderen Dinger wieder lösen. Weil man offenbar beschränkt ist in den Sachen, die man verknüpfen kann. Also man kann nicht unendlich viel verknüpfen, oder wie? Na, da drüben löst sich das nämlich wieder. Und wenn ich jetzt hier weiter verbinde, lösen sich dann hier die Dinger auch wieder? Oh, Tatsache. Das ist ja interessant. Es gibt ein Limit beim Verknüpfen. Ey, das ist, wenn da jetzt keine Truhe ist, ist das die größte Zeitverschwendung ever. Da ist eine Truhe. Unglaublich. Oh ja, das ist okay. Das ist tatsächlich actually cool. Das waren jetzt auch alle. Das ist cool, weil dann kann ich wieder ein schönes Schwert basteln. Machen wir gleich. So. Oh, da habe ich sogar noch eins. Guck mal. Dann brauchen wir jetzt nur so ein Sonanium-Kram. Da, jawollo. Nehmen wir den hier, davon haben wir 11 Stück. So. Ablegen. Und dann zack. Und dann halt. Wo ist es da? Zack. Sehr nice. Dann haben wir wieder coole Schwerter, die wir in Extremsituationen einsetzen können. Und einen Ast. Gut. So, lang genug in dem Schrein rumgehangen. Holen wir uns unsere Belohnung ab und dann Abflug. Tum, 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 tum. Das ist jetzt Nummer 3, okay. So. Ja, wie lange waren wir jetzt im Schrein? Gut 10 Minuten, ne? Nee. Was soll's? Was soll's, was soll's, was soll's? So, mittlerweile ist wieder schönes Wetter. Das ist doch was. Okay. Ich denke aber, der erste Schritt in Hateno führt uns da hoch. Also, das ist, dürfte mit der wichtigste Ort überhaupt sein. Dann können wir da jetzt als erstes mal hingehen. Bevor wir alles andere in Hateno erkunden, gehen wir auf jeden Fall zum Institut. Ich denke, da braucht man gar nicht diskutieren. Schön Äpfel mitnehmen. Ah, es fühlt sich wie Heimkommen. Okay.
und schon mal Quests beginnen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hateno-Bauernhof. Wie schön warm die Sonne heute wieder scheint. Meine Kühe sind immer glücklich, wenn sie ein Sonnenbad nehmen können. Du möchtest sicher Milch kaufen. Ja, klar. Bessere Milch als die von meinen Kühen findest du nirgends. Besonderes Futter. Okay, er braucht Eicheln. Ich sollte doch Eicheln haben, oder? Ah, er will Eichhörnchen erschrecken. What? Drei Eicheln. Habe ich nicht drei Eicheln? Ich werde doch wohl Eicheln haben. Ja, und dafür kriege ich Milch. Okay. Also mit Eicheln kriege ich hier Milch. Gut, das ist sehr spannend. So, wir wollen aber hier weiter hoch. Und dabei die ganzen Äpfel aber nicht außen vor lassen. Denn die sind sehr wichtig für unsere ganzen Heilungsessen. Und halt Greatest, das ist sehr praktisch. Das könnte ein spannender Baum sein. Ich sage ja, könnte, war er nicht. Schade. Mach du deine Pause, ich gehe weiter. Hallo Hühner. Das könnte auch ein spannender Baum sein. Oh. Schade. Oh, okay, wo willst du hin? Wenn du hoch willst, fein. Wenn du woanders hin willst, nicht so fein. Aber die Richtung, in die er guckt, gefällt mir nicht. Ja, nee, ist klar. Ach ja. Was tut man nicht alles für zwei Crocs? So, gute Reise. No! Das ist die falsche Richtung, mein Freund. So. Bitteschön. Gut. 23. Aber wir können bald wieder eine Waffentasche uns holen. Not bad. Not bad. Hier kann man sich ein Boot bauen. Sogar sehr einfach. Okay. Oh. Hier sind... Irgendjemand ist hier gestrandet scheinbar. An den Finder dieses Briefs. Ich brauche Hilfe. Ich war gerade beim Fischen, als mich ein Sturm überrascht und ich bin nahe der gelegenen Höhle Schutz suchen müssen. Meine Kleider waren noch nicht trocken, da stürzte plötzlich ein Felsen von der Decke und verschloss den Eingang. Ich konnte ein paar Leuchtsame durch kleine Lücken nach draußen pressen, die jetzt im Wasser schwimmen müssten. Mit etwas Glück spült die nächste Flut diese Flaschenpost und die aufgeblühten Leuchtfarne an die Küste. Wenn du das hier liest, hat es geklappt. Also, werter Flaschenpostfinder,
Könntest du bitte der Spur von Leuchtfahrenden und Leuchtsamen folgen und mich aus dieser Höhle befreien? Das wäre nett. Oha. Oh. Oh. Der ist auf dieser Insel, Jotverde oder wie das hieß. Wir wollen mal nicht so sein. So, wo ist mein Boot? Was fehlt jetzt dafür? Okay, das scheint nicht gut zu sein. Dieses Boot scheint nicht der sinnvollste Teil zu sein. Ich habe kein gescheites Boot gespeichert, scheinbar. Ach so, Land. Ah, ich finde, ja, okay. Habe ich meinen Favoriten irgendein cooles Boot? Scheiße. Okay, dann bauen wir halt schnell ein Boot zusammen. So. Was haben wir denn jetzt noch hier? Oh, mehr haben wir gar nicht hier. Ah, ist ja schlecht. Ah, doch, perfekt. Das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gesucht. So. Dann sollte das doch jetzt funktionieren. Haben wir noch irgendwas, was... Oh. Ein Ruder. So. Oh, nice. Ich wusste doch, hier liegen genug Sachen rum, die ich brauchen kann. Sehr gut. Ja, dann sollte es doch jetzt eigentlich keine Probleme mehr geben, oder? Noch irgendwas Brauchbares hier? Das ist dann auch der Moment, an dem ich mich verziehe. Okay, fahren wir halt nach Jotverde. Das Institut muss warten. Let's go!
will anhalten. Hallo, stopp. Oh shit, ich hasse alles. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan, scheiße. Man treibt hier so komisch ab, das ist ungünstig. So. Ich treibe immer noch ab, ne? Das ist das gesamte Ding. Oh, ich verstehe. Kann ich das nochmal neu laden? Was ist das hier für ein Autospeicher? Der sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Und dieser Hauptfehler, dass ich ständig mit einem Stein schlage, wenn ich auf einem Boot bin, es nervt. Das war blöd. So, keine Ahnung, ob ich die Quest schon gestartet habe. Okay, habe ich. Gut. Habe ich das Router schon? Ah ja, okay, das muss ich nochmal machen. So. Also nochmal. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt dieser Baumstamm ist. Also irgendwie war das ja nicht so ganz die richtige Richtung dann. Oh, ich kann die Flaschenpost selbst auch mitnehmen, oder was? Interessant. Wüsste aber nicht, warum ich das sollte. So. Also, neuer Versuch. Und jetzt speichern wir gleich mal die Kollegen hier ab. Favoriten war Y, ne? Ja. Oh. Da gehe ich unter, das wollte ich gar nicht. Warum bist du eigentlich... Ja, egal. Stört ja nicht weiter. So, also es führt mich trotzdem wieder zu diesem komischen Baumstamm. Aber von da aus muss ich wahrscheinlich weiter gucken. Aber ich sehe halt von hier keine... Ach, Moment. Hier vielleicht, oder was? Ah, hier könnte man... Lol, hier hätte ich ein neues Boot bauen können, okay. Oh, hier, ich kann hier sogar ein neues Boot bauen. Aber hier habe ich auf jeden Fall eine neue Batterie. Das ist ja grundsätzlich sehr praktisch. Ah, da drüben leuchtet es weiter. Okay. Oh, vielleicht ist es gar nicht auf J-Werde.
Ah, shit. Vielleicht ist es gar nicht auf Jotverde dann, sondern in einer ganz anderen Höhle. Mal gucken. Auf jeden Fall ist da der nächste Leuchtdings und dann hier der nächste Leuchtdings. Jo, was ist denn hier? Der Ort sieht aber auch verdächtig aus. Oh Gott, wie weit ist denn das? Och nee, das ist ganz woanders. Das ist ja ganz, ganz woanders. Jo, wie weit ist das? What the hell? Das ist eine halbe Weltreise. Okay, jetzt geht's wieder an Land oder was? Da vorne leuchtet's auch. Ja, Tatsache macht jetzt hier so eine Kurve. Ich gehe mal aus der Strömung raus. Und dann komme ich schneller voran. Nee. Hä, wo sind jetzt die Leuchtdinger hin? Hier leuchtet's noch, aber hä? Soll hier irgendwo diese Höhle sein? Oh! Gefunden. Gefunden. Okay. Oh, nice. 50er. Umgucken lohnt sich. So, hier ist der gestrandet, ne? Ah, warte mal. Gleich eine neue Waffe zum Öffnen. Okay. Da muss ich wahrscheinlich gleich durch. Oh, Maxi-Trüffel. Nice. Oh, sehr cool. Oh, Diamant! Yo, let's go! Was ist das für eine krasse Höhle? Ups. War nicht ganz der Plan, aber geht auch. Yo, was ist das für eine krasse Höhle, bitte, hier? Die ist ja sick. Let's see.
Ich dachte jetzt, hier sind so Trümmerdinger, die ich komplett zerstören muss, aber wenn das einfach nur der kleine Felsen ist, der da, ne? Dann ist es ja kein Thema. Jo, noch ein Diamant! Was ist los? Ich sammle erstmal die Sachen ein, ich bin gleich bei dir, ne? So, habe ich alles? Okay, let's go. Was? Wer bist du? Ach, ist auch egal. Du bist meine Rettung, ich stehe hier ziemlich in der Patsche. Hast du meine Flaschmust bekommen und bist gekommen, um mich zu retten? Oh, da bin ich erleichtert, das war meine letzte Hoffnung. Nachdem, was in Angelstedt passiert ist, konnten wir nicht mehr fischen. Ich bin aufs Meer rausgefahren, dann bin ich in einen Sturm gekommen und habe mich in diese Höhle geflüchtet. Und da bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Es war ein Unglück nach dem anderen, aber jetzt ist alles wieder gut. Das mit der Flaschpost hat wirklich gut geklappt. Endlich habe ich wieder Glück. Dann geht's mit dem Handel bestimmt auch bald wieder aufwärts. Hier, das habe ich in der Höhle gefunden. Eigentlich wollte ich meinen Fund damit zu nach Hause nehmen, aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, noch mehr Kohle. Sweet. Okay. Oh, der ist Händler in Angelstedt, okay. Alles klar. So, jetzt sind wir aber ja in einer Höhle. Folglich muss hier doch auch wieder einer von diesen Viechern rumschwirren, oder? Ja, weil die Höhle hat keinen Haken. Also muss hier so ein Viech rumschwirren. Oh! Und die Höhle ist größer. Okay. Okay, I see you. Die Höhle ist deutlich größer. Oh, mehr Leuchtsamen für mich. Und mehr Kristalle und alle. Oha. Yo, das ist eine richtig krasse Höhle. Okay, also das hat sich böse gelohnt. Das ist jetzt schon wieder so ein Ding, ne? Ich wollte in Atheno zum Institut. Da ist es übrigens. Ich wollte in Atheno zum Institut. So. Das hat nicht ganz geklappt. Weil der Krog da war. Dann sind wir dem Krog gefolgt, hier runter. Und dadurch sind wir bei der Flaschenpost gelandet. Und die wiederum hat uns hier in die Höhle geführt. Also die Wege in diesem Spiel sind einfach immer wieder unglaublich. Okay, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles. Jetzt geht's nicht noch höher, ne? Nee. Gut. Dann können wir jetzt aber auch Dann können wir jetzt aber auch. Wo ist mein Pfeil? Irgendwo ist mein Pfeil gelandet. Ja, egal. Dann können wir jetzt aber auch uns zurückporten, ne? Weil, dann haben wir das jetzt ja hier. Ah, das war eine richtig krasse Höhle. Warte, ich markiere mir die mal als Schatzort. So. Die ist nice. Ja, zurück zum Schrein. Zurück. Am Ende des Parts sind wir am Anfang des Parts. Ist das nicht fantastisch? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Nächstes Mal machen wir einen Ausflug zum Atheno-Institut. Dann hoffentlich ohne Ablenkung. Und tschüss.